Hallo zusammen, heute spielen wir First Strike. Ich wollte gerade schon sagen, Strike on. Nein, First Strike spielen wir heute. Wie man auf dem Bildschirm sehen kann, hat das Spiel mit Atomen zu tun. Und wirklich, wir sind eine große Kriegsmacht und erste große Atomkriegsmacht und wir müssen halt gewinnen. Wir können wählen zwischen den Gegnern hier oben. Oder eben da unten die Nation. USA ist am einfachsten, habe ich auch schon gespielt, gewonnen. Russland, Brasilien, hat gewonnen. Ach egal. Und dann noch das Unmögliche, Nordkorea, gespielt, gewonnen. Ziemlich einfach damit zu gewinnen. Unmöglich. Unmöglich. Ich habe das Unmögliche möglich gemacht. Ja, unbekannt kann ich nicht auswählen, dazu muss ich kaufen. Vor allem finde ich es ein bisschen blöd, dass da ist die Feuerwehrstation und dann kann man hier einfach nur kopieren. Also, eigentlich ist das nicht die Feuerwehrstation, aber wenn man kauft, hat man die Feuerwehrstation. Die Feuerwehrstation ist nur das, dass man dieses unbekannt machen kann. Sonst hat die Feuerwehrstation einfach nichts. Finde ich ein bisschen blöd. Dann wird die Großbank, habe ich noch nicht gespielt. Das ist der Feuerwehrstation. Das ist nicht passieren, noch nicht gespielt. Und ich würde sagen, sollen wir nochmal eine Karriere machen? Nein. Kommt lange nicht mehr Russland. Jo. Also sagen wir es einmal so, wenn ich das Ding hier nehme, dann haben die überhaupt keine Chance. Wisst ihr was, ich nehme es einfach, oder nee, oder? Ich weiß es nicht. Und hier oben noch den Tarnkappenbomber. Ich muss mich auf alle Fälle erstmal mit Westeuropa verbinden. Und vielleicht noch mit den USA. Wie viele Feinde sind es? 6 Stück. Das wird ein ganzes Stück Arbeit. Oh, Russland ist ziemlich groß. Yo, ich habe einfach gleich mal zu Anfang schon mal Superwaffen. Jo, Russland? Jo. Alter, das ist Nordkorea. Und Nordkorea ist im Moment so klein. Vielleicht vernichten wir es einfach schon. Jo, wie ich einfach gerade ausraste mit Bauen. Chill, Junge. Ich helfe ausrasten mit Bauen. Oh shit. Jo, wie geht das denn? Egal. Werde ich angegriffen? Nein. Wird meine Rakete zerstört? Oh nein, ich habe sie gerade aus dem Auge verloren.
Jo, wie ich einfach Nordkorea auseinandernehme. War ich das gerade mit Tokio? Nicht kaputt. Jetzt habe ich, glaube ich, mal getroffen. Wie ich einfach ausraste. Zerstöre hier gerade Elends. Wie einfach alles zerstört wird. Was genau von Nordkorea lebt überhaupt noch? Dieses eine Land. So geht's auch. Nordkorea wurde schnell zerstört. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Land ist. Aber es wird offensichtlich auch zerstört. Brasilien ist doch. Hey. Ich hab hier so langsam gar nichts mehr. Shit, ich werd angegriffen. Okay. Jo, wie das Land einfach auseinandergenommen wird. Genau dahin will ich schießen.
Israel, das war Israel. Ich wundere mich auch noch so. What the fuck ist das für ein Land? Das war Israel. Ich weiß nicht, was das für ein Land ist, aber es macht Stress. Who are you? Ach so. Wenn mich auch nur eine davon trifft, die Sache, ich muss, ah, ist danach sowas von kaputt. Nein, warum machst du denn auch die falsche? Das Spiel ist ein Herzinfarkt. Jo. Nee, es trifft mich nicht, oder? Nein, das trifft mich auf keinen Fall. Okay, Europa geht ab. Yo, aber echt chill einfach mal. Chill, Europa. Das kann ich nicht ziemlich gut gebrauchen. Eine Insel. Ist nicht dein Ernst. Ich sag nur mal was. Und das ist, dass Brasilien jetzt. Stopp. Jo.
Ich will jetzt nicht auch noch einen Atomkrieg anfangen. Na gut, ich bin ja schon mitten drin, aber trotzdem. Ich will kein First Strike machen. Na 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 na. Ist das die USA? Ich denke mal schon. Ja, das. Gut, Brasilien hat schon mal aufgegeben. Nice. Wer von den Feinden lebt? Nice. Es lebt einfach niemand mehr von den Feinden. Was zur Hölle? Leute, Brasilien hat aufgegeben, ihr braucht es nicht noch mehr zu zerstören. Das ist dieses. Ja. Ach so, das. Ah. Klar. Gut, jetzt habe ich es auch kapiert. Ich wundere mich die ganze Zeit. What the heck is going on? Hier mache ich auch mal das hier hin. Hier brauche ich eine Queues. Brauche ich auch noch mal eine Queues. Hier brauche ich eine ABM. Ja, ich auch hier. Ja, chill. Ach, dann mach halt. Na, oh, warum kann es nicht einfach dieses blöde Land sein? Beschäftige dich damit, danke. Okay, ich glaube, mein Land dürfte groß genug sein fürs Erste. Oder soll ich es noch größer machen? Ich weiß es nicht. Ich stehe kurz davor zu gewinnen. So größer eigentlich, desto besser. Gut, noch größer.
Spinnt Westeuropa jetzt ganz? Wir haben einen Pakt. Ja, Westeuropa spinnt. Komm schon, komm schon, komm schon. Chill mal. Das wird hässlich. Ach, Gott sei Dank, es fliegt vorbei. Jo, chillt halt mal. Danke. Wenn sich jetzt bitte alle beruhigen würden. Danke. Ist das dein fucking Ernst? Ich will mitwissen. Völlig durchgedreht. Yo, hier wird einfach alles zerstört. Ich habe hier sogar noch ein Land von mir. Ganz schön Ländereien. Gott sei Dank, ich kann forschen. Gut, ich habe jetzt eine Superwaffe, die erforscht wird. Mein schöner Länder. Du nährst. Okay, das reicht jetzt. Dieses Land ist sowas von tot. Wie ist das denn? Justin? Wir haben ein mehr als nur ein großes Problem. Die Kerle waren einfach klipp und klar gesagt Stress.
automatisches Verteidigungssystem. Genau das, was ich brauche. Dank. Endlich mal kurzes Waffenstillstand. Na gut. Dieser Waffenstillstand ging ja mal richtig lang. Sobald ich die Zara-Kette habe, da ist USA dran. Die sind jetzt ab sofort sowas von geopft. Ich lasse jetzt nicht mehr so leicht irgendetwas mit mir machen. Oh, so leicht nicht. Oh Mann, mein Tarnkappenbomber lasse ich jetzt mal heiß laufen. Keine Gnade mehr. Mir reicht's. Oh, perfekt. Besser jetzt nicht kommen können. Zah, du bist dran. Schon sind überall meine Raketen aufgefüllt. Yep. Gut. Dann würde ich sagen, USA, du bist sowas von. Drei Raketen gegen 300 Millionen. Es waren sogar vier. Ich weiß. Jo, ich kann Zar bauen. Oh, Zar hat die Hauptstadt wieder aufgebaut. Denkst du, mich kümmert das?
Ich werde gleich wieder vernichtet. Oh, danke. Die erforschen irgendwas. Aber das mache ich nicht mit. Was? Gut. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Mass. Ich sage einfach gar nichts. Gott, das wird nur ein Riesenaufwand, bis ich so viele Raketen wieder habe. Das waren halt so viele. Jo, ich glaube, so viel habe ich noch nie auf einmal abgefeuert. Und wo genau? Ich muss das machen. Nice. Mehr sag ich dazu nicht. Aha, hier. Und da. Sagen wir es einmal so, sobald ich dieses Land da unten ausgelöscht habe. So kommt noch das hier. No, 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 not with me, my friend. Zar wird bald eingelöst. Das wird übel enden. Sogar sehr übel.
Raum erobert. Schon wieder zerstört. Keine Chance. Das war mies. Was so richtig? Ich vorher hätte auf mich selbst geschossen. Geht es? Hey, was passiert, wenn ich auf mich selbst schieße? Probiere ich an diesem Land hier aus? Oh, es geht nicht. Praktisch. Welches von diesen blöden Ländern ist eigentlich? Was gehört zu was? Ich mache jetzt genau zwei Sachen. Ich warte, bis Zar fertig geht. Danach werde ich Zar abfeuern. Plus noch ein Super Strike hinterher. Ich bin Massenmörder, ich habe einfach irgendwas bombardiert. Sattel Zar ist fertig. Das wird ein Kinderspiel. Ja. Ich hab schon wieder vernichtet. Oh Mann. Also was habe ich gespielt als Russland? Russland ist... Also... Oh. Ich habe gedacht, Russland wäre Schwierigkeitsstufe normal. Jetzt sehe ich, dass es... Oh. Warum? Warum? Ja, egal. Also von meiner Seite her war es das jetzt eigentlich schon von dieser Folge her. Ich wollte euch mal zeigen, um was es in dem Spiel geht. Ein ziemlicher Zeitvertreib. Für alle Strategen mit vielen Nerven. Rastet nicht aus, wenn euer Land kaputt geht. Und
Besorgt euch immer ein paar Curses. Also, bis zum nächsten Video.